Oder irgendwie downloaden und dann auf deinem Kanal hochladen, nur weil du jetzt dadurch mehr Leute erreichen willst, die sich vielleicht den Trailer angucken und dann meinen, aha, das Spiel, das sieht gut aus, das hole ich mir vielleicht. Aber nee, wegen sowas, da wird nichts gesagt. Aber wenn du so ein Kack-Unboxing-Video machst, wo du zeigst, was du halt alles von deinem Geld gekauft hast und dich freust drüber, da wird sich aufgeregt. Das sowas, das kann ich einfach nicht verstehen. Da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Vor allem, ich habe ja noch nicht mal mit dem Video irgendwie die Absicht gehabt, Geld jetzt damit zu verdienen oder sowas. Ich habe natürlich mal Werbung vor das Video geschaltet und trotzdem regen die sich auf. Das ist schon ziemlich krass, muss ich sagen. Aber naja, jetzt muss ich halt 6 Monate mit 15-Minuten-Videos auskommen. Aber das soll jetzt nicht das Problem sein. So, jetzt sind wir hier schon bei Sandstein. Ich habe die Befürchtung, dass gleich Wasser reinkommen wird. Nein, kein Wasser! Boah, leckt mich fett, ey. Das ist ja unglaublich. Dass ich das nochmal erleben darf, dass wir mal nicht auf Wasser treffen. Kriegt man wenigstens gleich noch ein bisschen Sand für Glas und sowas. Ach, ich hasse es, Sand von unten abzubauen. Leck mich doch fett, ey. So. Bin ich froh, wenn die Treppe jetzt hier dann fertig ist. Also bei Sand eine Treppe zu bauen, da gehört schon was dazu. Eine Menge Geduld auf jeden Fall. Privat würde ich jetzt sowas von aggro hier rumbrüllen, wie mich der scheiß Sand ankotzt. Aber das mache ich natürlich im Let's Play nicht, weil ich ja zivilisiert bin. So, dann das hier auch noch weg und das dort. Ja, scheiße. Komm, dann mach mal. Alter, wie soll ich das denn jetzt hier machen? Gut, dann eben so. Dann hätten wir hier den Ausgang, der aber 3 breit sein müsste. Das heißt, ich muss das hier auch noch wegmachen. Okay, die Reihe hier muss noch weg und dann passt das. Weißt du was, ich mache das jetzt einfach so. Weil ich faul bin, mache ich das jetzt einfach so. Und das gleiche hier auch nochmal. Was? Du cheatest voll! Halt dein Maul. Du machst das privat doch auch in deiner Welt. So, und dann haben wir hier noch ein paar XP gesammelt. Dann bauen wir das hier wieder dicht. Und dann bauen wir das hier noch ab. So, damit der Herr sich auch zufrieden gibt, mache ich das jetzt mit der Schaufel weg. Und schon haben wir hier einen schönen Aufstieg. Und dann könnten wir uns theoretisch hier so lang. Dann laufen wir mal jetzt hier so auf dem Sand lang. Alter, wo bin ich denn jetzt hier? Ich kenne die Gegend, habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich hier lang laufen und dann irgendwann nach rechts. Ich decke das jetzt hier einfach mal auf. Alter.
Da muss doch irgendwo jetzt eine Verbindung geben. Ach, da hinten ist das NPC-Dorf. Verstehe. Und jetzt müsste man dann theoretisch eigentlich nur noch... Ah ne, kein NPC-Dorf. Jetzt wäre es theoretisch nur noch in diese Richtung und dann wären wir schon wieder zu Hause. So, einmal durch die Wüste. Also wir kommen, müssen theoretisch einmal quer durch die Wüste laufen und dann sind wir schon da. Da hinten ist das heilige Schaf. Das müsste das heilige Schaf sein, glaube ich. Wehe, das ist nicht das heilige Schaf. Ja, es ist das heilige Schaf, das ist ja super. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Und dann bauen wir uns da so ein kleines Häuschen hin. Beziehungsweise so einen richtig coolen Mineneingang. Und dann könnten wir auch wieder richtig loslegen mit Höhlenbesuchen und bauen und erforschen und erkunden. Denn dann hätten wir das Problem jetzt auch endlich gelöst. Wo ich mir jetzt sozusagen ein zweites Loch in den Hintern freue und ich laufe wahrscheinlich richtig gut. Ich wollte gerade sagen, ich laufe wahrscheinlich falsch, aber... Ist schon extrem weit, muss ich sagen. Also wir müssten uns hier eigentlich Gleise legen. So, finde ich denn jetzt den Eingang wieder oder... Hallo? War der jetzt hier hinten oder wo war der jetzt? Ach, hier hinten war der, genau. Hier war der. Gut, dann würde ich mir jetzt theoretisch hier... Sand haben wir ja genug dabei. Dann mache ich mir das nämlich jetzt mit Sand... Mit Sand dicht, nicht mit Sandstein. So. Zack, zack. Da machen wir das Wasser hier unten jetzt dicht. Aber vorher nehme ich noch einen Eimer schon raus. Dann machen wir uns nämlich hier oben dann noch irgendwo einen kleinen Brunnen hin. Na, komm. Und zwar mache ich dann einfach mal jetzt hier, zack, zack, zack. Na, ich bin ja auch so schlau. Ich hätte das Wasser da gar nicht rausnehmen brauchen, wenn wir da hier eh gleich Wasser haben. Na, ich habe es natürlich falsch gesetzt, ist ja super. So, dann machen wir das jetzt hier noch. Und schon haben wir hier unseren Brunnen. Und dann kann ich das hier unten in aller Ruhe zubauen. Da mache ich jetzt einfach Cobblestone hin. Ah. So. Und hier kommt dann wie gewohnt Sand. So. Habe ich noch Sand? Habe ich noch. Dann machen wir das hier auch noch dicht. So. Und dann müsste ich das jetzt auch noch dicht machen und dazu muss ich mir Sand abbauen. Wozu die Schaufel wahrscheinlich auch noch mal wahnsinnig gut reichen wird. Machen wir die Schaufel jetzt halt kaputt. Und dann können wir das da unten wenigstens zumachen. Und ein Häusli hinbauen. Ein Cobblestone-Haus. Das muss ja nicht schön aussehen. Erstmal nur zweckmäßig. Und ich baue jetzt hier einfach mal so ganz groblos den Sand ab. Weil ich möchte ja die Wüste jetzt nicht verunstalten. Ich möchte einfach nur, dass die Schaufel jetzt kaputt geht und wir ein bisschen Sand haben, um das Loch zuzumachen.
So. Alter, die Schaufel muss doch jetzt bald mal kaputt gehen. Ja, so. Da war sie auch schon kaputt. Und jetzt machen wir hier das Loch noch eben. Das, da kommt wieder weg. So, na, jetzt. Und das gleiche natürlich noch hier. Zack, zack, zack. Na, jetzt. So. Ich hoffe, der Sand reicht, den wir gesammelt haben. Ich möchte mich nicht nochmal was mit der Hand abbauen. Alter, leck mich doch fett, ey. Der reicht natürlich nicht. Oder? Könnte knapp werden. Nein, er reicht natürlich nicht. Warum auch? Ah, dann eben hier. Zack, zack, zack. Ja, ich weiß, ist unglaublich. Die Aufnahme ist sowieso wahrscheinlich extremst langweilig, aber auch wirklich extremst langweilig. Kann ich auch verstehen. So, das müsste jetzt aber reichen. So, so und so. Jetzt haben wir hier eine schöne Fläche, um ein Haus zu bauen. Und das müssten wir jetzt auch tun, weil es wird dunkel. Das hier müsste ich dann theoretisch mit Sandstein dicht machen. Okay. Das Haus, wie baue ich das denn? Baue ich das so oder mache ich das ein bisschen größer? Machen wir mal 13 breit, das wird natürlich jetzt wieder extrem übertrieben. Muss ja hier nur ein Haus stehen, damit wir hier auch hinfinden. Beziehungsweise wenn wir auf die Karte gucken, dass wir das auch finden. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Aua. So, ein hübsches Cobblestone-Haus. Und es wird dunkel, ich weiß, man sieht jetzt gleich nichts mehr. Na, jetzt kommt so. Scheiße. So. Und das gleiche natürlich nochmal hier. So. Dann kommt hier natürlich das hin. Das gleiche hier. Ich weiß, ich baue die Häuser irgendwie alle immer gleich. Ich werde mir noch einen schönen Stil überlegen.